Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Together Ghost Recon Fallen Ghosts. Ja, auch heute dabei unser Dr. Disco. So, wir haben eine neue Mission, Gewerkschaftsrichter. Informationen über den Aufenthaltsort des Gewerkschaftsführers finden. Wo befindet sich unser guter Herr denn? Gut, sollen wir da hinfahren oder fliegen? Es ist nur 1 Kilometer entfernt, ich würde sagen, fahren wir hin. Nehmen wir den Bulli, gehen wir im Kofferraum. Gehen wir direkt durch. Gib mir eine Sekunde, ich muss noch irgendwas was einstellen hier. So, da bin ich. Alter, was ist das denn für ein Auto? Fracker bist gar nicht. Ich hatte Probleme beim Anfahren, aber jetzt geht's. Sumizu. Ach, die beten. Ich dachte, da ist irgendeiner mit der Knarre, der die auf den Boden zwingt. Ah, würde ich jetzt nicht so sagen. Ich denke mal, hier fahren wir mal lieber in den Busch rein. Ich sehe eine montierte Waffe. Oh boy, das war. Hier war mal ein Santa Blanca Posten, aber jetzt schützen die Los Estranjeros damit eine Koga-Fabrik auf der anderen Flussseite. Ich wette, Roger nutzt Soledad Chemiekenntnisse, um die Drogenproduktion zu straffen. Wenn wir ihn befreien und auf unsere Seite ziehen, wird das die Rebellen stärken. Der Bursche ist eine lokale Berühmtheit. Okay, wir durchsuchen das Lager nach Hinweisen auf ihn. Ich glaube, hier ist ein Jammer, kann das sein? Da ist ein. Ja. Störtrupp. Die Drohne ist hin. Die haben einen Störtrupp. Ich sehe ein zweites Ziel. War wir nicht letztens schon drin? Abschuss bestätigt. Da waren wir in Wildlands drin. Stimmt, klar. Lass mal erstmal scannen hier. Drohne fliegt. Kannst du so einen Scan anfordern? Wäre das möglich oder haut Wagen das nicht mit hin? Montierter Waffe. Der ist aber nicht groß, der Scan, deswegen. Ich habe noch einen Tango. Ich zähle 5. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Wenn wir weit hochgehen, dann kann ich alles scannen. Zumindest das meiste. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Mach den Wärmewildmodus an, dann siehst du die besser, die Leute. Ja, aber. Das haut nicht so ganz hin, wie ich mir das vorstelle. Ist das verdächtig? Warum ist verdächtig? Haben sie dich irgendwo gesehen? Nee, ich lieg hier im Dreck. Kommen welche raus? Sollen wir uns die holen? Was meinst du? Eine kleine Gruppe Tangos. Ne, warte. Man schaltet erstmal was draufschrauben. Erstmal was draufschrauben. Ja, wir können auch reingehen und die per Hand töten, ne? Das wäre Selbstmord, weil. Ja, das sind die Neuen hier drin, aber. Ach, und sobald wir denen zu nahe kommen, ist sowieso Ende, weil uns da nichts mehr angezeigt wird, wa? Eben. Tango 15. Setze Drohne ein. So, hier ist aber was anderes, was mich gerade so ein bisschen beschäftigt. Wagen mit montierter Waffe. Warum kommt der Typ, der kommt ja auf uns zu? Warum? Tango, ich kenne eine kleine Gruppe Feinde. Ich sehe eine montierte Waffe. Welche Richtung gehst du rein? Ich gehe mal kurz hier oben auf den Turm. Von wo will der mich jetzt gesehen haben? Guck dir den mal da hinten an. Hab mindestens 20 Tangos. Störtrupp im Gebiet. Die hauen aber auf der Kacke hier. Erkennst du irgendwas? Ja, ich sehe die Störtruppen.
vorne diesen Gatling Tower ist einer drin. Wagen mit montierter Waffe. Typ da oben steht gerade ein bisschen scheiße. Mach ihn weg. Ja, warte. Bin dabei. Mist. Was ist? Störtrupp bei mir im Gebiet. Ja. Messer rein, Gedärme raus. Das habe ich gehört, bis hier hinten in. Wagen mit montierter Waffe. Wir könnten einen nach dem anderen ausschalten. Ich könnte es auch anders machen und einen Leuchtkörper hinschießen, dass die rauskommen. Ja, kannst du in meine Richtung schießen? Wäre das möglich? Obwohl, warte. Mach mal nix. Ich hab eine bessere Idee. Lässt okay, mich wissen, was deine... Das... Hier ist das offene Feld. Hm? Oh boy. Das haben die gesehen. Und sie kommen. Soll ich reingehen, oder? Nein. Du gehst gleich rein. Aber... Meinst du, das kriegst du gezogen von da aus? Ich interessiere mich gerade aktuell nur für diese Störtrupps, weißt du? Lass die mal alle kommen. Guck, dass du versuchst, die Störtrupps auszuschalten. Das sind 3 Stück. Oder 2. 2. Alter, weißt du, wie viele Leute rauskommen? Oh. Scheiße. Okay, jetzt solltest du Gas geben. Ich krieg nämlich gleich Besuch von den Leuten. Jetzt sieh zu, dass du Land gewinnst. Feuer frei, habe ich nur gehört. Zünd mal einen Sprengsatz bei dir in der Nähe. Scheiße, hier ist ein Störtrupp in der Nähe. Ich bin auf mich allein gestellt erstmal. Oh fuck. Sie sind genau unter mir. Wäre super, wenn du dich kurz beeilst. Ah, der Störtrupp ist bei mir. Alles gut, den hole ich mir jetzt. Oh, ich bin tot! Scheiße. Ja gut, so ein Tisch ist nicht kugelsicher, das steht fest. Warte. Aber der Störtrupp ist weg. Wenn du ihn wieder belebst, kann ich arbeiten. Das ist dann schon halbe Miete für mich. Verarschen? Alles klar. Kopf unten halten. Schrauben wir den guten mal ab hier. Ich will, dass ihr mich hört. Ihr sollt mich sehen.
Nuestras tropas han chocado con fuerzas enemigas sin identificar. Presencia enemiga. Nos reportan varias bajas. Bin auf dem Weg zu dir. Von wo? Lebe ich ihn wieder. Auf dem Weg. Vielen Dank. No hay señales de enemigos por aquí. Continúe la búsqueda. Perdimos contacto con el enemigo. Salgan del servicio. Schaut aus, als ob bei ihm die Nähte platzen. Hast du was? Ja. Ich habe Infos zu unserem Mann. Er kooperiert offenbar nicht mit Roger. Die Söldner bewachen ihn in der Fabrik und zwingen ihn, für sie zu arbeiten. So, warte. Oh, hat sich der Heli schon erledigt, alles klar. Sieh zu, dass wir hier rauskommen, ganz schnell. Hintenrum, hintenrum. Oder komm auf, Eke! Abschuss bestätigt. Hält dir einen Schuss lahm, ey, das ist... Jetzt aber ganz schnell raus. Fabrik da vorne, sagst du? Ja, aber da müssen wir ganz aufpassen. Sagst du, geht ab da drüben? Mhm. Ich werde fahren. Alles klar, sitze. Stopp, ab in den Dreck. Ich nehme die Drohne. Ziel Nummer 10 da. Hast du? Alles gut. Das war mal keiner gesehen zu haben. Macht 15 Tangos. Alter, weißt du, wie viele hier sind? Hohoho. So, Drohne steigt. Drohne fliegt. Das sind nur diese Sniper, Leute. Ich sehe einen Scharfschütze. Die Drohne stört nicht. Sie wird gestört. Ein Scharfschütze. Ich sehe einen Scharfschützen. Ich sehe einen Scheißdreck. Meine Drohne wird gestört. Flieg hoch und spotte von oben. Hast du mehr von? Hier ist der Generator. Sehr schön. Ziel eliminiert. Mal. Mach ihn weg! Hab. Weil du gerade geschossen hast, ging er mit dem Kopf runter. Schraub dir mal einen Schalldämpfer drauf. Hier sind überall getarnte Scharfschützen. Wir müssen aufpassen. Komm hier lang. Wo ist der Störtrupp von dem hier? Ah, der ist genau dahinter, wa? Eines da oben. Abschuss bestätigt. Ich glaube, ich sehe ihn. Hoffen wir mal, dass er laufen kann. Ich trage ihn nämlich nicht. Störtrupp beseitigt. Oh, oh. Hast du ihn? Ja. Ich hol ihn raus. Sichere schon mal ein Fluchtfahrzeug. Sind Sie Soledad? Wir holen Sie raus. Folgen Sie mir, wenn Sie leben wollen. Was wollen Sie von mir, Amerikaner? Sind Sie DEA? CIA? Wir wollen helfen. Ich will keine Hilfe. Diesen Kampf muss ich kämpfen, verstanden? Das ist mir klar. Aber so oder so, wir stecken schon mittendrin. Sie brauchen uns. Und welchen Preis zahle ich dann dafür? Gar keinen. Aber vielleicht verstehen Sie ja, dass wir ein gemeinsames Ziel haben. Hm? Ich denke darüber nach. Schönes Ding.
Ach so, und die zwei Sniper da vorne haben wir uns gesehen? Mich nicht, aber dich. So, ich laufe das Stück eben zu Fuß, ja? Sofern ich ein Fahrzeug finde, nehme ich das. Bei mir steht ein Panzerfahrzeug. Alles gut, alles gut. Hey, aufgepasst. Da ist eine Straßensperre. Ach, Arschlecken verrecken. Oh, steig ein. Jetzt Vollgas. Ach du Scheiße. Jetzt sollten wir ganz schnell zusehen, dass wir verschwinden, wa? Was hat denn der für Schaden gefahren? Das sind Scharfschützen gewesen. Das sind die, die dich one-klicken, wa? Mhm. Fahr ran, fahr ran, hol sie dir. Du hast alles kaputt gemacht, nur nicht das, was kaputt gehen sollte. Nur nicht die, weißt du? Warte, 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 hier raus, hier raus, hier raus. Den Rest schwimmen wir eben rüber. Die kommen auf viele Ideen, aber nicht, dass wir mit dem Auto über Wasser fahren wollten. Ich weiß nicht, ob der Typ auch schwimmen kann. Der wird schwimmen. Nein, der kann nicht schwimmen! Was ein Hurenbock, ein Wort. Zweites Ziel da drüben. Natürlich, spawnt mein Heli auf der anderen Seite. Brauchst du nicht, nur das Auto jetzt hier. Hat den Typen totgefahren. Ich hab's gemerkt. Ah, andere Seite. Dieses typische Blech auf Fleisch, weißt du? Oder Fleisch auf Blech. Da vorne, gib ihm, gib ihm. Pass auf. Hat sich direkt abgehöhlt. Wenn wir mit der Karre ins Wasser fahren, stirbt der Typ, oder? Ja. Gibt's doch nicht, dass so ein Gringo hier nicht schwimmen kann. Ach du Scheiße, ach du Scheiße! Kommst du dran? Tango getroffen. Wir steigen hier aus, wechseln die Karre. Ist besser. Da hinten kommt Gesellschaft. Wie habe ich den jetzt getötet? Wie? Du hast den voll angefahren. Ich habe ihn gar nicht angefahren. Ich bin natürlich. Nur nach vorne bin ich gefahren. Er war gerade am Einsteigen und du gibst voll Gas. Wow, er hat sich den Finger eingeklemmt. Oh, ich muss sterben. Oh Gott. Ja. Vollpfosten, er am Wort. Holst du sofort einen Helikopter. Wir lassen das mit der Autofahrerei sein. Das haut nicht hin. Ein Scheiß. Schmeiß mal eben das Dröhnchen hoch. Meiner lädt noch und lädt. Und das kann ein bisschen dauern. So eine Wichse aber auch hier. Ja. Ziel Nummer 3. Macht 5. Hier wieder außenrum. Ich weiß, ob ich lang muss, ja? Ja. Scannen wir mal ganz kurz den Weg hier vorne. Noch ein Ziel, macht 10. Warte kurz. Ich sehe eine montierte Waffe. Die Drohne ist oben. Okay, das. Ich zähle 15. Ein Scharfschütze. Schlechtes Signal. Die stören die Drohne. Wo ist der Jammerman? Tango ist tot. Ach, steht genau davor, wa? Ich sehe schon, alles gut. Er steht genau bei Soledad.
kann ich arbeiten. Tango getroffen. Alles klar. Kann der Helikopter hier starten? Sind Sie Soledad? Wir holen Sie raus. Folgen Sie mir, wenn Sie leben wollen. Was wollen Sie von mir, Americano? Sind Sie DEA? CIA? Wir wollen helfen. Ich will keine Hilfe. Diesen Kampf muss ich kämpfen, verstanden? Das ist mir klar. Aber so oder so, wir stecken schon mittendrin. Sie Moment noch. Uns. Lass den Typen erst einsteigen, ist besser. Gar keinen. Aber vielleicht verstehen Sie ja, dass wir ein gemeinsames Ziel haben. Ich denke darüber nach. Oh, oh. Wir kriegen Gesellschaft. Vollgas. Bin am Geschütz. Oh, der Heli ist abgestürzt. Sehr schön. Du landest, okay? Flieg noch ein bisschen höher, dann passt das. Auf was? Überfliegt die ganze Scheiße einfach. Warte, ich habe hier ein Helikopterproblem. Scharfschütze? Ernsthaft? Moment. Stehst aber auch scheiße am Bord, ey. Machen wir mal die Leute erstmal an. Geh in das Haus rein. Alles klar. Ich soll hier mit irgendeinem reden, aber der ist nicht da. Fuck, fuck, fuck! Der Tango ist hin. Sag mal, wo ist unser Typ hier? Ach, da ist er, oder? Bombe, wichtig. Hier sind Sie sicher. Hier sind Sie sicher. Wir haben Soledad zu seinen Leuten gebracht. Ich hoffe, er ist es wert. Direkt im Nebenhaus. Glauben Sie mir, das sorgt für gute Stimmung beim Volk. Und Roger ist so richtig angepisst. Das ist ein Vorteil. Ja, immerhin, ne? Unidad direkt im Nebenhaus. Lass sie mal eben auslöschen, bevor wir Probleme kriegen. Guckt ihr ihn an! Du ölst scheiße, wenn ich mit dir fertig bin. Was denn? Ach du Scheiße! Das zählt als Kollateralschaden, oder? Wie nennt man das? Ich weiß es nicht, aber weißt du was? Wir hauen hier ganz schnell ab. Ja, ist glaube ich besser. So, meine Freunde, leider endet unsere Spielzeit auch heute wieder. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play Together Ghost Recon Fallen Ghosts. Es bleibt spannend. Bis die Tage. Schneller!